Hallo Leute, hier ist wieder der Tywald. Ich habe euch eine neue Kollektion aus dem Pokémon-Sammelkartenspiel mitgebracht. Und zwar haben wir hier dieses Mal die Raichu GX-Kollektion aus den schimmernden Legenden. Das Set ist ja noch relativ neu. Bin froh, es jetzt endlich auch öffnen zu können. Zurzeit machen ja alle die Prisma-Sets auf, aber hier sind wir noch ein bisschen hinterher. Hier einmal der Klappentext. Wenn ihr ihn lesen wollt, könnt ihr euch ja das kurz auf Pause stellen, das Video, und durchlesen. Ich gehe mal kurz auf ein, was hier in dem Set ist. Wir haben hier einmal die holographische Promokarte Pikachu und Raichu GX. Dann haben wir die Riesenkarte von Raichu GX und die Münze. Ja, und das werden wir jetzt mal alles aus der Hülle befreien. Schon mal die Pappe entfernt. So. Fünf Booster hat dieses Set, das ist sehr, sehr schön. Uns fehlen nicht mehr viele Karten, um die Serie zu komplettieren. Vielleicht haben wir ja Glück. So. Hier haben wir einmal die riesige Karte vom Raichu GX in Full Art. Sehr, sehr schön. Auf die Attacken bin ich wahrscheinlich schon einmal eingegangen, deswegen lassen wir das jetzt erstmal so. Stell es mal hier hin. So, und dann habe ich hier die Promokarten. Die kommen natürlich in eine Hülle. So, dann haben wir hier einmal das Raichu GX in Full Art als normale Karte. Und ich habe jetzt mal zum Vergleich hier vorbereitet die beiden anderen Versionen des Raichus. So, sieht man einmal alle drei nebeneinander. Das normale, das Full Art und das Rainbow, was wir auch schon gezogen haben. Jetzt sind alle drei vereint. Sehr, sehr schön. Als nächstes hoffe ich dann auch irgendwann mal die anderen Zoroark und sowas zu vereinen. So, dann haben wir hier auch noch das Pikachu in Holo. Wichtig hier, das ist zwar ein Holo-Pikachu, aber es hat trotz allem die normale Nummer aus der schimmernden Legenden-Kollektion. Also es ist keine richtige Promokarte, sondern einfach nur eine holographische Auflage der normalen Karte. So, lege ich mal auf Seite, beziehungsweise ich stelle die mal hier hin, so als die ersten beiden erfolgreichen Pulls. Dann haben wir natürlich noch die wunderschöne Pikachu-Münze, Raichu-Münze natürlich. Auch sehr schön. Glitzert auch sehr schön, wenn das nicht drauf hält. So. Und dann natürlich das Wichtigste für uns hier, die 5 Booster. Dreimal Mewtwo, einmal Mew, einmal Rayquaza. Mew kommt zuletzt, vielleicht haben wir da noch ein Schimmerndes drin. So. Hier habe ich auch eine Schere vorbereitet, um die Booster aufzuschneiden. Hier ist wieder mal der Schriftzug ziemlich weit unten. Ich habe jetzt auch angefangen, auf Lottiecards meine Sammlung zu katalogisieren und aufzulisten, welche Karten mir noch fehlen. Das heißt, in Zukunft wird man auch mit mir tauschen können. Na, da steckt noch eine drin. So. 1, 2, 3. Hier. Moment, ich habe sogar keine Karten mehr aufgemacht. Ich weiß gar nicht, wie es funktioniert. Sieht auch aus, als hätte es geklappt. Wir haben hier vorne eine wunderschöne Feuerenergie. Dann das gute alte Boilin. Die Trainerkarte getauscht. Eine Verkrümmungsenergie. Tyrakrok. Flamiau. Ignivor. Karpilz. Mizunder. Als Reverse Holo ein Tyrakrok. Ich glaube, das haben wir schon. Und die erste Rare ist ein Latios. Auch sehr schön. Ich gebe sie mal rüber zum Einpacken. Währenddessen kümmern wir uns schon mal um den zweiten Booster. Beziehungsweise hier ist schon mal ein Code für euch, liebe Zuschauer. Viel Erfolg damit. So, der zweite Booster, auch ein Mewtwo. Hier ist der
Schriftzug glücklicherweise nicht ganz so weit unten. Na, die Booster sind ziemlich hartnäckig. So. 1, 2, 3, 4. Wir beginnen mit der Erdenergie oder Kampfenergie. Ein Impergator. So, hier liegen gerade die Karten. Die kann ich jetzt schon mal hier aufstellen. Das Latios. Dann haben wir hier ein Fuego. Energiezugewinn. Voltoball. Ein Retter. Hier haben wir das Pikachu in Normal. Kanimani. Ein Hyperball als Reverse Holo. Und die Rare ist ein schimmerndes Volcanion. Ja, yeah, sehr, sehr gut. Das fehlt uns noch. Hier sieht man auch schön den Schimmereffekt. Ich gehe mal kurz auf die Karte ein. Wir haben hier ein schimmerndes Volcanion mit 130 KP. Attacken Doppelpumpe. Diese Attacke fügt zwei Pokémon deines Gegners 50 Schadenspunkte zu. Wende Schwäche und Resistenz bei Pokémon mag nicht an. Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Drei Wasserenergie. Und dann haben wir noch den Quartettstoß. Wirf vier Münzen, die Attacke fügt 50 Schadenspunkte pro Kopf zu. Ja gut, das ist eine Attacke, wo man natürlich nicht mit dem Output rechnen kann, weil es halt alles sehr random ist. Trotzdem auf jeden Fall eine Karte, die uns noch fehlt. Sehr, sehr cool. So kann es weitergehen. Jetzt noch ein Mewtwo GX, beziehungsweise irgendeins von den ganzen Mewtwos, die es hier im Set gibt. Fehlen uns noch alle. Oder auch das schimmernde Arceus fehlt mir noch. Oder Arceus. Eins, zwei, drei, vier. Und wir beginnen mit einer Pflanzenenergie. Wieder mal ein Hyperball. Dieser Floor mit der tollen Fähigkeit Dschungelherrschaft. Ein Fuego. Pikachu. Kanimani. Bisasam. Golbit. Tyrakrok. Ein Ramot als Reverse Holo. Und die Rare. Ein schimmerndes Rayquaza, okay. Das ist natürlich auch immer noch ein Ultrapull, aber wir haben das leider schon. Auch sehr schön. Drachenpuls und Himmelsurteilen, ja. Wahrscheinlich habe ich das schon vorgelesen, denke ich einfach mal so. Deswegen lasse ich das jetzt erstmal. Das haben wir schon mal gezogen. Zwei schimmernde. Ich befürchte, unser Glück für diese Booster hier ist jetzt schon aufgebraucht. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. So. Jetzt kommen wir zum Rayquaza Booster. So. Hier einmal, wir hatten hier zwei Ultrapuls. Gönnt euch doch mal den Code. 1, 2, 3, 4. Und wir beginnen mit einer Stahlenergie. Kommen zu einer Doppelfarblosenergie. Pokémonfänger. Superball. Ein Golbit. Voltoball. Karpilz. Flamiau. Ignivor. Und sehr schön, die Reverse ist hier eine Kampfenergie. Da freut man sich doch schon. Und die Rare ist ein Zekrom. Okay. Wie ich befürchtet habe, nur eine normale Holo. Bei Schimmernden Legenden ist ja immer Holo drin, daher freut man da sich nicht so ganz extrem drüber. So. Jetzt hoffen wir natürlich auf die Last Pack Magic. Der Mew Booster. Hoffentlich ist der Name im Programm. Schimmerndes Mew. Haben wir zwar auch schon, aber. Ist natürlich auch eine tolle Karte. Eins, zwei, drei und vier. Drückt mir die Daumen, Leute. Der letzte Booster. Wir beginnen mit einer Pflanzenenergie. Bisaflor. Fuego, das dritte, was wir jetzt schon hier in diesen fünf Boostern hatten. Pokémonfänger.
Surua, Flamiao und das Baldorfisch. Knitz, Golbit, Arbok als Reverse. Sehr schön, ich glaube, als Reverse haben wir sie noch nicht. Und die Rare im letzten ist nochmal ein Palkia. Wie befürchtet, mit den beiden Schimmernden war dann unser Glück wohl aufgebraucht. So, dann werde ich doch mal die Karten alle zusammenholen. Für unsere Übersicht am Ende. Ich warte noch kurz darauf, bis das Palkia in der Tüte ist. So. Und dann kommen wir auch schon zu unserem Puls hier. Das Palkia, was wir zum Schluss hatten. Das Zekrom. Dann das schimmernde Rayquaza. Sehr coole Karte. Unser zweites. Und dann unser schimmerndes Vulcanion, mein Highlight. Das fehlte uns noch in der Sammlung. Sehr, sehr schön. Latios. Auch sehr schön. Das Holo Pikachu. Und natürlich das Full Art Raichu. Und natürlich haben wir auch die Reverse Kampfenergie mit dazugenommen. Immer schön so eine Reverse Energie. Ja, im Ganzen kann man sagen, das Set hat sich relativ gut gelohnt, würde ich sagen. In dem Sinn, bis zum nächsten Mal. Der Türwald. Tschö, tschö.